Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück, ihr Freunde. Ich weiß, ich bin lange weg gewesen. Ich weiß, ich habe keine Videos gebracht. Ich weiß, ich habe euch enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz bin ich heute back am Start. Und zwar, wir reagieren heute auf Kasimir und Soho Bani mit dem Song Tatterkreis. Ich bin sehr, sehr gespannt. Für die Leute, die in die Kommentare reinschreiben, dass das Video nicht synchron ist und so, ja, kann sein, weil mein OBS nimmt das Ganze nicht so richtig auf, weil mein PC 7 Jahre alt ist und dementsprechend das nicht ganz hinbekommt, dass das alles dann fresh klingt. Nichtsdestotrotz geht es hier um die Reaction. Die Reaction kommt jetzt und los geht's jetzt. Los. Also los jetzt. Okay. Ich bin überrascht. Man hört ein Saxophon in einem Kasimir-Song. Könnte durchaus interessant werden. Bis Prost, Mann. Und aus Spaß wird ein Teufelskreis. Dicker Leute ziehen davon. Sorry, wenn ich auf Stopp mache. Das dient nur dazu, dass halt nicht, das Video nicht gesperrt wird. Ich hatte schon Probleme gehabt, dass Videos gesperrt werden von Kasimir. Deswegen mache ich ein bisschen öfters leider Stopp. Und die Anfangsline regt einen auf jeden Fall an zum Nachdenken. Ein bisschen melancholisch angehaucht. Ich dachte, das kommt wieder so ein Party-Track wie mit Batman J. Leute reden groß, wenn sie gar nichts meinen. Sie therapieren, bräuchten Therapie. Ich hab das alles schon gesehen, wie ein Tatterkreis. Okay, er spult zurück. Er sitzt an einem Tisch und hat einen heftigen, wirklich heftigen Ring an. Er raucht, weiß man ja. Aber Tatterkreis, als hätte jetzt in der Zukunft von damals hin zu jetzt. Oder was hat er vor? Eigentlich kennt man den Kasimir eigentlich mehr so als verrauchter Junge, der halt auf die Kacke haut. Und ja, haut er definitiv nicht auf die Kacke. Bis jetzt mal nicht. Mama sagt so, du bist auf falschem Gleis. Und am Anfang war's ein Spaß. Jetzt der Kreis wird immer kleiner, der ist teuflisch weiß. Und sie entwickeln Toleranz. Muss das sein? Immer diese Verherrlichung von Kokain. Also, ich meine, ich bin bei Weitem weg von Drogen und so. Aber Kokain, muss das immer verherrlicht werden? Nur meine Meinung, schreibt gern eure Meinung in die Kommentare rein. Junge, wo ist dein Verstand? Ja, und es ist wieder wie am Anfang. Kaputte Leute scheinen so ganz. Ey, ja, ey, die weiße Scheiße macht mich krank. Ich seh nur weiß, dabei lauf ich nur in schwarz. Krasse Zeile, also gerade noch mal reinziehen. Ich seh nur weiß, dabei lauf ich nur in schwarz. Er sieht nur weiß, dabei trägt er nur schwarz. Sehr interessant auf jeden Fall. Muss wirklich sagen, also warum macht er dann so Tracks, die in die Richtung gehen, dass er halt so Sachen zieht und so, um das Ganze noch ein bisschen zu performen, sage ich mal. Schwieriges Thema. Ein Thema, wo man jetzt nicht unbedingt mit Freund werden sollte. Vor allem Dingen, wenn man weiß, wie hart das sein kann. Wenn man Leute kennt, die das Zeug wirklich nehmen. Ich denke, dass er es nicht nimmt, weil er halt nur einen Song macht darüber. Vielleicht hat er es mal genommen, aber allgemein muss ich wirklich sagen, gerade er mit etwas jüngeren Fans, weil er ist, glaube ich, noch nicht so alt. Ich weiß nicht noch, wie alt er ist. Schreibt gerne mal in den Kommentare rein, wie alt er ist. Ich denke, er ist Anfang 20. Schon sehr bedenklich. Und manchmal hat ein Jet auch Angst. Und denkt sich dann, der Scheiß bringt ihn zu Verstand. Sie fahren an, yeah. Sie hören auf, yeah. Nur am Stern, er ist wieder gestört drauf. Sehr, sehr klare Stimme von, wie heißt der Bruder hier? Soho Bani, sehr klare Stimme, sehr schöner,
Ja, doch, ich finde seinen Flow angenehm. Keine krasse, kraftvolle Stimme, so ein bisschen gechillter auf dem Beat, passt sehr gut zu dem Kontrast, was Kasimir an den Start bringt. Vergeben, doch ist wieder auf Gas drauf. Und wenn sie mit ihm reden, ist es einfach. Mama weiß nicht weiter. Es ist nicht einfach, so ist weg seit letztem Freitag. Und sie weiß nicht, wie viele Nächte sie das noch kann. Und ich sag, der Weg ist hart von einem Jungen bis zu einem Mann. Das Hart, der Weg von einem Jungen zu einem Mann. Da kann ich auch gerne mitreden. Ich bin mittlerweile, also ich würde mein Alter hier nicht sagen im Internet so, aber es ist wirklich ein harter Weg, vor allem wenn man berufstätig ist und nicht immer YouTube machen kann, wie man halt Lust hat. So, ich würde so gern jeden Tag Videos droppen, aber man wird halt langsam älter und dementsprechend muss man halt auch dann eine Zukunft an die Zukunft denken. Ja, ich habe mir versprochen, alles live hier, ich werde ja nichts rausgeschnitten, deswegen Live-Reaktion ist da. Das ist nicht einfach, aber ich versuch zu verstehen, wo es hingeht. Jetzt blutet die sogar nicht nur an der Nase, sondern, also, sie blutet ja jeden Monat sowieso woanders da und ist nur an der Nase. Warum macht die das? Unbegreiflich. Ja, ich komm oft nicht weiter. Doch besser wär's. Ich darf mich nicht mehr so gehen. Ja, ich lieg wach an einem Freitag in meinem Bett und will dich sehen. Ja, ich fühl mich so alleine, aber ich kann dich verstehen, dass du nicht mehr mit einem Junkie sein willst, der nicht gerade steht. Und ich. Ja, hört man wieder den krassen Casimir Sound raus, sage ich mal, der halt sehr, sehr prägnant ist und sehr, sehr von seiner Stimme her sehr, sehr belastend ist, sage ich mal, der halt wirklich. Man fühlt so ein bisschen mit, dass er das wirklich erlebt haben könnte, eventuell. Und es ist kein so Banger, sage ich mal, wie bei Batman J, wo er halt rausgebracht hat. So ein bisschen andere, ja doch, ein bisschen andere Richtung, sage ich mal. Jetzt kein so krasses Brett. Aber wie gesagt, ist es nur meine Meinung. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Deswegen schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Immer wieder gern gesehen. Alleine gehen, wenn du diesen Weg gehst. Leute haben Fun, andere Leute gehen kaputt. Und am Anfang war es Spaß. So ist das Leben. Am Anfang war es Spaß, dann wurde es ernst. So kennt man es. Am besten gar nicht damit anfangen. Ich finde halt immer schade, dass Künstler so eine Message springen. So. Das kannst du so ein bisschen verherrlichen. Aber, naja. Hier bei uns. Und aus Spaß wird ein Teufelskreis. Dicker Leute ziehen davon. Leute reden groß, wenn sie gar nichts meinen. Die Thematik wird hier sehr gut beschrieben von ihm, gesanglich untermalt, sehr nice. Also die beiden wissen anscheinend, worüber sie halt den Song machen. Vielleicht ist das auch eine gute Message für die jüngeren Zuschauer, dass sie sich daran an den beiden kein Beispiel nehmen und einen geraden Weg gehen. Und da kann man an der Stelle nur denen zustimmen. Sie therapieren, bräuchten Therapie. Ich hab das alles schon gesehen, wie ein Tatagris. Mama sagt so, du bist auf falschem Gleis. Und am Anfang war's nur Spaß. Jetzt. Am Anfang war es Spaß, aber jetzt wird es ernst. Also. Wenn die beiden als Beispiel nehmen könnte, ja, es ist halt ein bisschen schwieriger Tobak, sage ich mal, weil sie beiden sehen anscheinend ihre Fehler ein, was sie gemacht haben, und wollen halt die Lehre daraus ziehen, dass man es halt besser macht. Aber ob sie es dann wirklich auch so machen, ist eine andere Sache. Der Kreis wird immer kleiner, der ist teuflisch weiß. Und sie entwickeln Toleranz. Junge, wo ist dein Verstand? Ja, es ist wieder wie am Anfang. Kaputte Leute scheinen so ganz. Die weiße Scheiße macht mich krank. Sehr schöner Kontrast von den beiden, mit den beiden Stimmen. Kasimir im Hintergrund dann der andere und die beiden Getten ist sehr gut in der Stimmfarbe auf jeden Fall. Muss ich wirklich sagen, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, aber nichtsdestotrotz schön mal ein bisschen nachdenklichere Zeilen von den beiden zu hören. Ich seh nur weiß dabei.
lauf ich nur in schwarz. Und manchmal hat ein Jet auch Angst. Und denkt sich dann, der Scheiß bringt ihn zu Verstand. Notfall, kratzt der jetzt ab oder was? So Leute, das war's für das Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen da oben lassen, mich belehren und eure Meinung in die Kommentare. Eure Kommentare sehr gern gesehen in die Kommentare.